Es ist schon sehr irritierend, wenn man sich überlegt, dass ich fast jeden Tag streame und sich Leute jeden Tag reinziehen, wie ich mir ein scheiß Brötchen esse. Also es ist wirklich schon sehr irritierend. Genau. Und ich würde sagen, um das so ein bisschen zu überbrücken, genau, und um so zu tun, als würden wir tatsächlich was Sinnvolles angucken, gucken genau, wir uns das neue Video von Hungriger Hago an. Hungriger Hago! Ich bin gespannt aufs Video heute! Oh, ist ziemlich laut, oder? Alles! Oh, ist immer noch ziemlich laut, oder? Ach, Hungriger Hago, der hasselt wieder Aufnahmen von Earl Kess rein, die auf Twitch illegal sind. Lass mich kurz das Video durchgucken. Okay, das Video ist safe. Let's go. Begrüßt mit mir Kalles. Deine Mutter, du Wurmsohn. Absolute Vollidiot. Ihr seid laufende Vollidioten, naive, egoistische Vollidioten. Vor allem die, die ständig 5.000 Euro für Programme von mir bezahlen. Das mache ich nur, wenn ich ein Trottel bin. Genau. Es gibt tatsächlich solche Vollidioten, ja, die bei mir ein Fitnessprogramm kaufen. Ja, ich verkaufe über Fitness für 50 Euro. Kann ich mir Handy aus... Moin. Moin, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein neues Video. Wie heißt eigentlich der Glatzkopf? Keine Ahnung. Verdammt nochmal! Pack das verdammte Handy. Genau. Geil. Braut, gibt's ja auch so einen Laser, oder? Also, hier... Lauter! ...ist die billigste... Okay, sorry. ...die Form von Frauen, okay? Weil es kostet mich das wenigste Geld. Nee. Durch Arbeit ist noch nie einer reich geworden, sondern durch das Geld fremder Menschen. Ansonsten kann man nicht finanziell frei werden. True! True, Digga! Denn alle Medien gehören Wirtschaftskonzerne. Was geht, meine pixeligen Freunde, und willkommen zu einer Folge Aura. Ein Minecraft-Skin-Wolf. Wenn du Bohnen Essig trinkst, dann kann dein Hals verätzen. Oh mein Gott! Wie greift ein Creeper an? Justin, so nicht, ja? Karl, jetzt mal hier Butter bei die Fische. Du bist und bleibst einfach dumm. No front! Was heißt? Der legendäre Pixelwolf, Digga. Das ist no front. Irre genommen! Der Justin und ich haben ein bisschen Beef oder bei mir Tofu. Oh Mann. So, ich würde jetzt noch eine einzige Frage machen. Ich habe eine Frage, was fährt eigentlich in Scope? Fahrrad und S-Bahn. Für mich braucht ein Mann ein fettes Auto. Genau. Findet ihr das witzig, oder was? Piss dich, du Hanson! Schreit denn einer? Moin, Meister! Hallo! Eine ohne weiße Soße. Danke! Das Ganzkörpernacktbild von einem Vollidioten. Wer will es haben? Oh! Hungriger Hago! Ey, was soll denn das hier? Was ist denn das für ein Content? Mann, der scheiß Hungriger Hago, Alter! Also, ich hab doch extra noch geprüft, dass da nicht so ein Einblender kommt. Scheiß Hungriger Hago, Digga! Juicery.de, da haben wir eine WhatsApp. Betreff LB ist ganz wichtig. Genau. Denn Double P's, hier ist Tanzverbot. Ich brauch wirklich Hilfe. Ich wurde in der Schule aufs Extremste, aufs Schlimmste gemobbt. Selber schuld. Ich rumschwabbelndes Fetter, was mich nur abbremst. Fick die ganze Zeit, okay? Guck dir das Video an, das ist übel gut. Zeig dir später, ich hab nach Meinung von Koalition gefragt. Okay. Lass dir mal Haare wachsen. Hier, Alpizin, hast ein paar Haare aufgekommen. Hungriger Hago? Wenn jetzt noch die illegalen Einschilder rauskommen, dann müssen wir sagen. Genau. Genau. Wie läuft die Diät? Siehst du doch. Warte. Genau. Genau. Chris mit 5 Euro, wie war das Shooting im Museum? Da kamen doch bestimmt noch viele hin, oder nicht? Genau. Hey, Digga, da kam einer hin, der war so ein Bastard, Digga, der hat mich so abgefuckt, dieser Spast, Alter. Ihr müsst euch überlegen, wir waren in dem Museum, okay, und haben geshootet für Ola Kala. Und dann, wir haben halt Stories gepostet, dass wir dort sind und so. Und dann kam einer mit seiner Schwester, okay?
Und ich war so, ey, was geht, die Stars, wir haben uns kurz chillig unterhalten, dann haben wir ein Foto gemacht und so, war alles mega easy, ne? Und ich so dann auf Joke so, ja, ihr seid wahrscheinlich auch wegen dem Museum hier. Sorry. Und dann jedenfalls sind die, sind nur noch rumgelaufen, ich dachte mir so, ah, passt, alles easy, ne? Dann ich geh pissen ins Gebäude rein, ich lauf wieder raus, ich sehe ihn, er sitzt so da. Okay, ich so, komm, geh hin. Ich lauf zu ihm hin, sag zu ihm, komm Digga, lösch es. Genau. Sagt er zu mir, was meinst du? Was löschen? Ich so, komm Digga, lösch es einfach, muss doch nicht sein, oder? Sagt er zu mir, hä, was ist los? Genau. Ich hab das Gebäude gefilmt. Ich so, ey Digga, willst du mich verarschen, Alter, was ist los bei dem Fisch, Alter? Sag ich zu ihm, ey Digga. Ich sag dir ganz ehrlich, wir haben gerade korrekt ein Foto gemacht, Digga, war kein Problem. Wir sind ja eigentlich beim Shooten, aber ich habe trotzdem auf entspannt ein Foto mit dir gemacht. Wir haben uns easy unterhalten und so. Was soll das jetzt, Digga? Und dann guckt er mich einfach nur so an und zwinkert mir so zu. Und ich denke so, du Spast, Alter. Ich habe gesagt, lösch die Scheiße, du Missgeburt, jetzt verpiss dich. Jalla, Alter, richtiger Wichser, Alter, ich schwör's dir. Solche Missgeburten, die mich einfach auf der Straße abfilmen, das kann ich gar nicht leiden. Ich schwör's dir, was soll das? So eine Missgeburt. Hey, ich mach auf entspannt ein Foto mit ihm. Und dann kommt er mir noch so dumm, filmt mich ab und sagt, oh, ich habe hier gerade noch ein bisschen das Gebäude abgefilmt. Zehner, hast du das Gebäude gerade noch abgefilmt? Ah, scheiße, fuck mich solche Leute ab. Keine Ahnung, was das soll, Mann. Da will man eigentlich korrekt zu den Leuten sein. Und dann dieses Abfilmen, so, es fuckt mich sowieso generell immer ab, wenn ich irgendwelche Leute sehe, die ich auf der Straße. Und dann so dieses, weil, wisst ihr, so dieses... War mega die dunkle Stelle da drüben gerade. Ich musste die eben kurz ausleuchten, um die einfach optisch besser sehen zu können. Was soll denn das, Digga? Was filmt ihr denn einfach irgendwelche Leute ab, Alter? Ihr könnt doch einfach herkommen, nach einem Bild fragen und dann ist doch auch alles easy. Die meisten sind doch korrekt und sagen, jo, wir können ein Bild machen und Dingens. Und wenn da die Situation nicht passt, passt die halt nicht. Aber was soll denn dieses Abfilmen, Digga? Das fuckt mich Real Talk richtig ab. Das fuckt mich richtig ab, Digga. Was? Dieses Abfilmen einfach. Und Chat, nimmst du nicht übel, aber da ist Gönn doch einfach gerade unangebracht, weil ich mein's gerade wirklich ernst, das fuckt mich wirklich ab. Digga, bei dem Museum, wo wir waren, wo wir geshootet haben. Sonic ist ein richtiger Wichser. Also, ich hab extra ein Bild mit ihm noch gemacht, alles easy gewesen, er filmt mich trotzdem ab, was für eine Missgeburt. Ich hatte das jetzt neulich, also kannst du wahrscheinlich, du weißt was genau, was ich meine, kannst du nicht sagen, als du unterwegs war da. Ja. Jetzt ein paar Male. Ja. Mit einer Freundin und dann halt wurde ich auch abgefilmt und so. Ich finde es halt einfach unschuldig so. Es ist einfach ekelhaft. Es ist komplett unnötig, Mann. Was soll das, Digga? Digga, unter dem Ola-Knör-Post streiten sich Leute, welche Sprache du sprichst. Die denken, du sprichst voll real Spanisch. Ja, ich weiß doch, Digga, weil es sich halt auch echt anhört. Und weil ich ja auch echt Spanisch spreche. Er schreibt so, nee, der spricht kein Spanisch, der spricht Italienisch. Nee, der spricht wirklich Spanisch. Woher kann das kommen, Spanisch? Hey, wo streiten die sich darum? Ich seh's gar nicht. Ja, musst du ein bisschen runterscrollen. Genau. Aber warte hier, 10er, dass er am Anfang irgendeine Scheiße labert. Hast recht, Bro. Ist nicht mal Griechisch, sondern Spanisch, lul. Hä, ist safe Italienisch. Lel. Ja, keine Ahnung, Mann. Also wirklich, wie gesagt, Leute, ich bin der Letzte, den es irgendwie stört, Bilder zu machen und so. Ich bin da völlig entspannt, was das Thema angeht. Aber sowas geht mir einfach zu weit, Digga. Wenn ihr mich seht und meint, ihr müsst mich abfilmen, dann gehe ich auch zu euch hin und mache ein bisschen Rambazamba. Sorry, was ist für ein Kackargument? Irgendwer hat geschrieben, wir sind öffentlich und deswegen müssen wir uns das gefallen lassen. Alter. Unter gar keinen Umständen, wir sind doch hier nicht der Lackapfel von euch in der Öffentlichkeit. Wenn wir irgendwo sind, dürfen wir uns nicht in der Öffentlichkeit aufhalten, ohne gefilmt zu werden, Alter. Wie viele Leute deswegen auch Paranoia schicken, wie können sie sich verhalten? Du musst dir mal überlegen, wenn ich jetzt rausgehe und einmal unzivilisiert mir einen reinkipp, Leute filmen mich überall, die sehen mich überall. Respektiert das doch, lasst uns doch auch einfach ganz normale Menschen sein, Alter. Oder man filmt einfach zurück. Das könnte man sich auch überlegen. Das Problem ist, es interessiert halt keinen. Stimmt. Ich finde es extrem unschuldig. True. Aber man muss auch sagen, hier in der fairen Weise, die Leute... Die sehen das nicht so, weil die denken, hey, du bist das schon gewohnt und die denken, du sollst es auch als Kompliment aufpassen. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, die denken gar nichts. Ich glaube, die denken einfach gar nichts. Die haben einfach ihr Gehirn deaktiviert. Egal, scheiß drauf. Warum der Ola Kalatscho ja nur auf Insta ist, ja, wo soll er denn sonst noch sein? Also auf YouTube muss er jetzt nicht gepostet werden, Digga. Die Seite findet hauptsächlich auf Instagram statt und deswegen Instagram. Und ich meine, das werden ja jetzt auch einige Leute auf Instagram, denke ich mal, sehen. Also, oder vielleicht auch nicht. Sorry, aber dank den Viewer habt ihr das Geld. Dasselbe wollte ich gerade auch sagen. Digga, was ist das? Ah! Der triggert mich so hart, der Typ, ey, Alter. Digga, du, oh!
Digga, nur weil du ein Kind in die Welt bringst, heißt doch nicht, dass du eins umbringen kannst, Alter. Da ist man doch extrem dankbar für. Aber wenn man sagt, mach doch ein Bild mit mir gerne, aber danach gehst du normal rum und läufst weiter und Leute filmen dich ab. Das ist extrem unchillig. Versteht man das nicht? Guck mal, ich erklär's dir jetzt einfach mal, okay? Ja, dank unseren Followern haben wir das Geld. Aber auch dank unserer Arbeit. Also das steht auf jeden Fall in einem Gleichgewicht, okay? Das will ich mal ganz kurz vorwegnehmen. Aber nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe und damit mein Geld verdiene, heißt es doch noch lange nicht, dass ich mich unfreiwillig abfilmen lassen muss. Was ist das für ein Argument, Digga? Es heißt auch nicht, dass ich gezwungen bin dazu, mit Leuten Fotos zu machen. Das heißt auch nicht. Ich mache das gerne, weil ich mich darüber freue, dass es Leute gibt, die mich supporten. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich in irgendeiner Art und Weise verpflichtet bin, irgendjemandem ein Foto zu geben, geschweige denn mich unfreiwillig abfilmen zu lassen. Das ist absoluter Bullshit, den du da redest, Digga. Und denk mal darüber nach, was du in den Chat reinschreibst. Sonst gibt's einen Bann! Und außerdem, guck mal, wie oft ist das so, dass du mit Leuten unterwegs bist, die nicht in der Öffentlichkeit sein wollen. Und die werden auch abgefilmt. Das fuckt jeden ab, unfreiwillig abgefilmt zu werden. Selbst wenn du nicht in der Öffentlichkeit stehst, was soll denn das? Ja, aber auch die Freunde von dir und so. Es ist einfach unschuldig, fertig. So, man kann ja fragen, hey, kann ich einen Pick machen? Mach mal gerne einen Pick. Aber so dieses heimlich Abfilmen. Ey, wie oft ich unangenehme Situationen mit Abonnenten hatte in meinem Leben. Zweimal in meinem Leben haben Abonnenten mich irgendwie dumm angemacht von der Seite oder irgendwie so geschrien, du Arschloch oder was auch immer. Ne? Zweimal in meinem Leben. Und sonst, Digga, nur unschuldige Situationen passiert, wenn Leute abgefilmt haben und sich unkorrekt verhalten haben. Ja, weil du halt direkt triggert bist. Wirklich sofort hin und sagst, du willst direkt, ja, was soll das? Du denkst dir, dieser Pisser, warum filmt er mich ab? Und dann musst du hingehen, Digga. Ich muss da hingehen. Aber sie wissen, dass es falsch ist, weil das ist immer so. Vor allem, die denken, man checkt es nicht, wenn die so machen. Ja, ich schwör's dir, also wirklich so schlecht, wie manche Leute abfilmen, Digga. So. Also wirklich komplett schlecht, auch im Auto immer wieder, wenn ich an irgendjemandem vorbeifahre. So schlecht, also wirklich ganz, ganz katastrophal, Digga. Da müsst ihr auch nochmal dran, Digga. Also wirklich ganz übel. Einfach korrekt sein, dann ist man der korrekteste zu Leuten überhaupt. Ich schwöre, ich feiere das dann auch übel, mich mit Leuten zu unterhalten, wenn die korrekt sind. Ich liebe das.